Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um Unternehmertum, um Energiewirtschaft einfach als Unternehmen, um Behind the Scenes. Ich bin jetzt gerade trotz Corona-Krise ausnahmsweise auch nochmal wieder im Büro und gar nicht zu Hause. Das ist auch mal wieder ein wackeliges Video, weil ich gerade das Handy hier in der Hand halte. Ich habe nämlich heute ein bisschen Technik entgegengenommen, denn es starten ja jetzt bei mir neue Kollegen zum 1. April, zum Geburtstag von Energiewirtschaft einfach. Auch deswegen mache ich heute mal wieder so ein Video hier, denn Energiewirtschaft einfach wird ein Jahr alt. Wir haben am 1. April 2019 gegründet, oder ich habe damals gegründet. Ich war da ja noch ganz alleine. Im Mai bin ich damals ins Gründerzentrum rübergewechselt und im Juni kam dann auch schon die Sophie, meine erste Kollegin, die dann bei mir angefangen hat. Und jetzt zum April kommen zwei neue Kollegen noch dazu, sind wir schon zu viert und können die Energiewirtschaft einfacher machen, als sie jemals war. Und ich freue mich drüber, das wird ziemlich cool. Ich bin jetzt also gerade nochmal im Büro und ich werde euch ein bisschen was zeigen. Hier zum Beispiel haben wir ein super cooles Bild von der Welt, denn wir schauen drauf, was wir alles erobern wollen, zumindest was die energiewirtschaftliche Einfachheit angeht. Wir wollen natürlich auch in Zukunft ein bisschen noch mehr Märkte angehen. Wir haben auf der IWA zum Beispiel darüber gesprochen, dass Österreich und die Schweiz auch ganz interessant sein könnten, weil dort in Zukunft wahrscheinlich die Sachen bevorstehen, die wir in Deutschland schon regulatorisch, unbundlingtechnisch und so weiter gemeistert haben. Das heißt, wir können da vielleicht ganz besonders gut helfen. Und ich werde vielleicht den Content auch ins Englische übersetzen lassen, vielleicht auch noch in andere Sprachen mal gucken, was da für ein Bedarf besteht. Hier sehen wir es weiterhin unsere coole Sofa-Ecke, wo wir also schon einige ziemlich wichtige Gespräche geführt haben mit interessanten Gästen, die hier mit uns zusammen Dinge möglich machen wollen, die mit uns zusammen arbeiten wollen. Hier haben wir so ein bisschen auch was Grünes, die ZFK natürlich. Wir haben hier jede Menge interessante Dokumente aus der Energiewirtschaft, die wir uns zuschicken lassen oder die wir uns über Partner holen. Hier zum Beispiel auch ein bisschen was von dem ganz coolen Gera-Unternehmen FutureDAT, die in der IT-Sicherheit auch in der Energiewirtschaft unterwegs sind. Mit denen wollen wir vielleicht in Zukunft auch was zusammen machen, mal gucken, was das wird. Auf jeden Fall sind das coole Leute. Wenn ihr IT-Sicherheit in der Energiewirtschaft als Thema habt, könnt ihr mal bei FutureDAT anklopfen. Ja, hier ist das geheime Studio, das Aufnahmestudio. Weiterhin mache ich hier mit einem Zoom H4N die Tonaufnahme. Das ist ein ganz klassisches Interview-Mikrofon. Und habe klassischerweise hier meine Spiegelreflexkamera, eine ganz klassische Canon. Nichts Aufregendes. Hier seht ihr noch, was ich aufgemalt habe bei einem Video, was ein Video vor diesem hier auf dem Kanal ist, nämlich was alles bei einer Netznutzungsabrechnung schiefgehen kann. Das habe ich mal wieder vor einem Whiteboard gemacht, was auch ein cooles Format ist, muss ich sagen, weil da muss ich weniger im Nachhinein bearbeiten. Hier ist ja weiterhin unser eigentliches Büro. Hier sind so die bekannten Plätze und da drüben sind zwei neue Plätze. Ihr seht ja schon mal die Laptops, die Monitore kommen noch. Es wird ziemlich cool werden, dann sind wir hier zu viert. Ich freue mich drauf. Ja, ansonsten arbeiten wir hier also relativ normal. Das ist ein kleines Büro. Wir haben Whiteboards, wir haben Flipcharts, wir haben einen Drucker. Wir haben vor allem auch unsere Rechner. Und wir werden jetzt natürlich in der nächsten Zeit vor allem zu Hause arbeiten, im Homeoffice. Das ist auch ganz klar. Das ist glücklicherweise in der Branche aber auch gar kein Problem. Wir können natürlich alles auch von zu Hause machen, was wir hier zu tun haben. Wir sind also ja vor allem in der Produktentwicklung unterwegs, was also energiewirtschaftliche Wissensprodukte, Informationsprodukte und so weiter angeht. Das können wir ganz gut eigentlich von überall aus machen. Ja, was lässt sich ansonsten sagen? Wir werden ein Jahr alt. Das ist ziemlich cool, was wir erreicht haben. Weil allein schon, wir haben jetzt ungefähr knapp 600 Abonnenten auf dem YouTube-Kanal. Wir haben auf Spotify auch irgendwie 400 Abonnenten beim Podcast. Auf iTunes sind es ein paar, im direkten Podcast-Feed sind es ein paar. Das ist schon mal alles ganz nett als Reichweite. Tatsächlich verkaufen sich auch unsere E-Books hier und da. Ich empfehle euch, wenn ihr es noch nicht habt, kauft euch das in unserem Shop. Das ist wirklich verdammt nochmal gut. Wir haben 100 Seiten Lernhandbuch, Lernheft für die Energiewirtschaft. Das ist für jeden Quereinsteiger, Azubi, Studenten sowieso super, aber auch für jeden, der sich auch mal ein bisschen weiter mit der Energiewirtschaft auseinandersetzen will. Und wenn ihr uns einfach mal so unterstützen wollt, wir haben da auch billigere Produkte vom 3-Euro-Whitepaper über noch weitere Zwischensachen
bisschen zu den teuren Dingen haben wir in unserem Shop auf carsten.energy bzw. energiewirtschaft-einfach.de jede Menge Angebote. Jetzt packen wir da auch noch ein paar andere Sachen rein. Wegen der Corona-Krise werden natürlich Seminare nicht mehr so oft wirklich gebucht. Das merken vor allem unsere Mitbewerber, die also rein im Seminargeschäft sind. Wir, die so ein bisschen mehr auch online machen, haben da noch andere Wege, das ist klar. Aber eben genau deswegen, weil weniger Seminare und weniger Consulting vor Ort aktuell angefragt wird, haben wir andere tolle Angebote, zum Beispiel sowas wie White Paper. Wir schreiben White Paper, ihr könnt bei uns praktisch das Produkt kaufen, 1000 Wörter White Paper zu kriegen. Das könnt ihr einerseits über Fiverr, das ist so eine Plattform aus den USA, die es auch in Deutschland gestartet hat, buchen oder eben über den Shop selbst bei uns einfach beauftragen. Und noch so ein paar andere Dinge, die ich mir überlege an Dienstleistungen, die ihr einfach direkt bei uns so buchen könnt, möglichst automatisiert, möglichst einfach. Und wenn ihr doch Fragen habt, dann könnt ihr auch einfach eine Mail schreiben, dann sind wir da auch gut erreichbar. Hoffentlich ab April auch wirklich wieder richtig gut erreichbar, denn einige Mails sind liegen geblieben. Ich komme nicht dazu, es ist zu viel, was gerade noch kommt. Ich bin so froh, wenn die neuen Kollegen dabei sind. Und so wie es aussieht, werden wir dann auch im weiteren Jahresverlauf noch gut weiter wachsen. Sowas wie 10 bis 12 Leute ist sehr realistisch. Wir werden auch noch einen Gesellschafter kriegen in die GmbH, die wir demnächst gründen werden, so Richtung Juni, Juli. Da werden wir dann also nicht mehr ganz alleine unterwegs sein. Ein bisschen Finanzen in der Hinterhand für das Personalwachstum, was ganz wichtig ist, wenn wir das schaffen wollen, was wir auch wirklich erreichen können in dieser Branche. Das wird ziemlich cool. Vor allem aber natürlich wegen euch. Ihr helft ja extrem. Einfach dadurch, dass ihr schon die Videos schaut, dass ihr aber auch Fragen stellt, dass ihr Ideen gebt für weitere Inhalte und dass ihr vielleicht auch in euren Unternehmen Bescheid gebt, hey, hier gibt es jemanden, der ist da richtig gut geeignet, der hilft extrem gut, der kann die Sachen gut zusammenfassen. Und natürlich sage ich jetzt erstmal nur ich, aber schon in den letzten 10 Monaten war das natürlich zum größten Teil noch einfach die Zusammenarbeit mit der Sophie, mit der ich ja hier, wie gesagt, seit Juni schon zusammen rumsitze. Wir sind ein super Team und jetzt demnächst sind wir zu viert, das wird richtig gut. Also ich bin hier zwar die Frontperson, die vor der Kamera steht, aber das ist natürlich ein Gesamtwerk von jede Menge wichtigen Leuten, die hier sich zusammensetzen und Dinge zusammenwerfen und daraus am Ende auch richtig, richtig gute Produkte, Informationen, Blogbeiträge, Whitepaper und wie gesagt, alles, was wir noch so tun, erstellen. Worauf läuft das hinaus? Wir sind, denke ich, vor allem die Experten für also einerseits den Part der Online-Akademie, aber auch für Content-Marketing. Wir sind so ziemlich die Einzigen, die gerade diesen Weg über Wissensprodukte gehen und daraus dann eben auch weitere andere Produkte verkaufen, ne? Über so einen typischen Sales-Funnel, wie man es im Online-Marketing und Content-Marketing eben macht. Also auch da sind wir, glaube ich, für Stadtwerke und Co. die Richtigen, wenn es darum geht, wie man sowas aufbaut und eine Marke nachhaltig mit Vertrauen aufbaut. Das ist so der eine Consulting-Part, den wir auf jeden Fall noch weiterhin anbieten werden. Und ansonsten, ja, keine Ahnung, eigentlich haben wir mehr als genügend zu tun. Ich brauche mir gar nicht noch viele andere Consulting-Themen aufwerfen, weil dieser Ausbildungspart ist schon wichtig genug. Und ansonsten sind wir ja tatsächlich in so ein paar sich auch bewegenden Themen unterwegs. Smart Metering ist das eine, aber auch Smart City, was so ein sehr grober Begriff ist, auch so ein Buzzword, aber wir sind ja tatsächlich damit drin. Ich bin ja Co-Sprecher, also stellvertretender Sprecher der Arbeitsgruppe Energie und Umwelt der Smart City Initiative hier in Gera. Das ist ein staatliches Förderprojekt vom Bundesinnenministerium und die Stadt Gera kann jetzt ein paar coole Dinge tun und ich bin da ja mit dabei. Und vorausgesetzt, das findet jetzt noch statt, also Hauptsache Corona wird wieder eingedämmt. Irgendwann ist ja dann der Klimapavillon hier in Gera, da werden wir mehrere Vorträge dort halten. Das ist ziemlich cool, weil wir dort einfach gefragt wurden. Und einerseits werden wir die Smart City ein bisschen vorstellen, andererseits werden wir vor allem so ein bisschen die Energiewirtschaft oder Energiewende versuchen, möglichst greifbar für die Gera und die anderen Gäste hier zu machen. Da werden wir später nochmal in Videos genau drauf eingehen. Heißt aber, die Aufmerksamkeit ist ja da von verschiedenen anderen Aspekten. Ich habe einen Lehrauftrag an der Hochschule, der jetzt wieder erneuert worden ist. Ich habe diese Anfrage für den Klimapavillon, der schlussendlich, wenn man alle Wege zurückgeht, ja dann vom Umweltministerium in Thüringen veranstaltet wird. Ich bin hier, wie gesagt, relativ gut unterwegs, was Anfragen von Stadtwerken und Co. angeht. Das Vertrauen ist da, die Marke ist bekannt. Und wenn ihr also wirklich einen Bedarf habt als Stadtwerk oder Co., dass euch mal irgendein Thema näher gebracht werden soll, vielleicht jetzt auch in dieser Zeit als Webinar oder sowas, wer kann es besser als wir? Das ist ganz klar, wir sind da die richtigen Partner. Und in Zukunft noch umso mehr, wenn wir hier also noch ein paar mehr
Kollegen sitzen haben. Ja, wir arbeiten jetzt auch mit ein paar größeren Häusern zusammen. Auch IT-Anbieter und größere Energiekonzerne sind jetzt auf uns sehr aufmerksam geworden. Ich finde das cool. Mal schauen, was da geht. Wenn ihr auch mit uns zusammenarbeiten wollt, beeilt euch halt, weil es wird halt irgendwann wieder soweit sein, dass wir keine freien Kapazitäten haben. Sagt einfach Bescheid, dann finden wir eine Möglichkeit, auch vor allem jetzt, wie gesagt, während der Corona-Krise, vielleicht für die Kollegen, die auch im Homeoffice sind, was Schönes zusammenzustellen. Okay, das ist es eigentlich, ja, meine Güte, es läuft, ich bin ganz zufrieden. Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass bald noch mehr Kollegen da sind und wir ein bisschen mehr Arbeit verteilen können und dann wird alles gut werden. Das war's eigentlich für heute von Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Habt ihr Fragen, stellt die unten in die Kommentare und ansonsten abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Es sind weiterhin so ungefähr 2/3, die hier die Videos schauen, die noch nicht abonniert haben. Ihr könnt unten mal draufklicken, dann werdet ihr noch mehr solche schönen Videos, wie wir ansonsten hier auf dem Kanal haben, sehen. Knapp 140 sind es mittlerweile. Cool. Ich glaube, so was wie 15 Stunden Material läuft. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Carsten Eckert. Bis dann.